Grüß Gott, meine Damen und Herren. Einen schönen Vormittag oder ein schönes Mittag. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind hier am Heldenplatz in Wien. Das Waldviertel ist ausgesprochen gut aufgestellt. Mit dem authentischen und mit diesem klaren Angebotsprofil haben Sie es mit Sicherheit im Waldviertel geschafft, so die eine oder andere Region und das eine oder andere Bundesland zu überholen. Und das macht mich schon sehr stolz, denn wir im Bundesland Niederösterreich als Tourismuslandesrat können ja natürlich nur so stark sein wie die einzelnen Regionen. Nachdem der Bieranstieg so ausgezeichnet gelungen ist, erklären wir beide Waldviertel pur für eröffnet. Dieses Waldviertelfest hier in Wien ist einfach zu einer Volksgeschichte geworden. Ja, bleibt da, meine Damen und Herren. Ich stehe ein, dass Sie immer gerne, ich mag gerne jausen als Frau des Waldviertels. Herr Schwarzinger, und eine bekannte Persönlichkeit des Waldviertels kommt zu uns, nämlich Agnes. Zehn Jahre Waldvierteltour. Genießen Sie das Waldviertel am Wiener Heldenplatz. Mal schauen, die Julia gibt euch. Prost und Mahlzeit, sag ich nur. Ich bin ein Hoch, ich glaube, ich träume. Martina, du wurdest. Woher seid ihr? Wir sind aus Bad Großbertholz, die neue Mittelschule, und wir haben einen Klassenchor gegründet. Oh Herrgott, oh Herrgott, wie es da gewinnt, ja uns erst mal einmal, nur mal Waldviertel nimmt. Ja uns erst mal einmal, nur mal Waldviertel nimmt. Okay. Hat einen Kilometer Länge, hat 3 Hektar und du wohnst in einem Blockhaus mitten im Wald neben einem Teich. Du kannst fischen gehen, du kannst jagen gehen und alles. Und lächeln, und in die Kamera legen. Gut war er, gell? Gut war er.